Hallo und recht herzlich willkommen zu Shoki Banoki New Television. Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Neben mir, das ist der Herr Ehlert und ich bin der Herr Hagenbeck. Wir haben heute den 22. Juni. Und wir haben natürlich auch ein Geburtstagskind am 22. Juni. Warum sprichst du denn so gediegen? Ich weiß auch nicht. Ja? Das Geburtstagskind heute ist Campino von den Toten Hosen. Ah, kenne ich. Campino. Hier kommt Alex. Ja, 10 kleine Jägermeister. Was hat er noch gemacht? Oh, schön sein. Sascha, das Lied über Sascha. Ne? Ja, kennst du, ne? Das war ganz schön scheiße damals. Ja, Sascha, der ist arbeitslos. Was macht der ohne Arbeit? Und so weiter. Aber ich hatte ja... Nee, ich war damals, glaube ich, sogar arbeitslos. Also ich warst du damals arbeitslos? Das war so zwischen Studium und irgendwas, glaube ich. Da hat er es ja für dich geschrieben. Naja, zumindest den Anfang, ne? Ja, also ich war nicht so richtig rechts, aber ich war arbeitslos, glaube ich. Du warst arbeitslos? Naja, das ist schon mal einer der Grundpfeiler. Ich bin ja schon seit 15 Jahren arbeitslos im Prinzip, wenn du das jetzt... Du machst ja keine Arbeit hier. Du machst nur so einen Scheiß hier, ne? Oder? Ja, ist doch keine Arbeit. Oh Mann. Naja, an dieser Stelle, Campino, alles Gute. Du hast dich gut gehalten für dein Alter. Bisschen faltig, aber egal. Geht so. Ja. Geht so. Ja, am 22. Juni fiel im spanischen Santander, ja, 2003, fiel da 27 Liter Regen pro Quadratmeter. Das ist richtig viel. Boom. Ja, gleichzeitig hat es noch gehagelt und das waren die schlimmsten Regenfälle seit 22 Jahren. Santander. Aha. Kennst du? Ich kenne eine Bank, die so heißt. Ja, dann ist das die Bank von Santander. Also im spanischen Santander jedenfalls war das. Aber das heißt, seit 22 Jahren, vor 22 Jahren, also ist ja gar nicht keine richtig lange Zeitspanne, aber 27 Liter pro Quadratmeter ist richtig fett. Ich war mal im spanischen Almeria. Ja? Ja. Und da war ich zu Ostern. Ah, pass mal auf. Aus dem Nähkästchen. Story? Ja, war ich mit dem José in Almeria. Und da haben wir die Osterprozession uns angeguckt. Ganz viele Leute auf der Straße und sowas. Und dann haben sie da diesen Kram da durch die Gegend getragen. Aber das ist nicht das, wo die sich so auspeitschen, ne? Oder? Das ist dann später nach Mitternacht. Okay. Und die haben dann diesen Kram da durch die Gegend getragen. Und ich, Deutscher, ne? José ja auch eigentlich Deutscher, ne? Gucken so in den Himmel und denken so, oder kommt gleich was runter. Das wird haarig, ne? Die ganzen Spanier haben sich bewegt. Die sind ja gutes Wetter gewohnt, ne? Die so, ja. Und wir haben gesagt, naja, wir gehen mal zum Auto. Wir sind nicht ins Auto eingestiegen, gerade so Tür zu. Da kam da der Himmel runter und die ganzen Spanier sind wie die Kakerlaken durch die Gegend gerannt, weil die nicht gerafft haben, dass es da gleich regnen wird. Also war der Hammer, was da runterkam. Ja. Also der José, der ist ja aus Almeria, ist ja jedes Jahr, der hat gemeint, der hat das noch nie erlebt, krass, dass es so regnet in Spanien. Das war der Hammer. Wir sind da wirklich weggeschwommen. Also Spanier haben nicht so viel Erfahrung mit Regen. Das da war der da oben mit der Party, die sie ihm da unten gemacht haben, wahrscheinlich nicht so zufrieden. Vielleicht, ja. Vielleicht. Genau. 22. Juni. Ja, da gibt es einen Nationalfeiertag in Kroatien. Tag des antifaschistischen Kampfes. Gedenktag an die Gründung der ersten antifaschistischen Partisaneneinheit Südosteuropas im Wald Brezovica bei Šišak. Kannst du irgendwas Kroatisch sprechen? In der Tat kann ich einen Satz Serbokroatisch. Ja. Serbokroatisch? Serbokroatisch, ja. Ich war ja mit der Bundeswehr da. Stoj, stani ili pucam. Stoj heißt steh. Ja, halt. Was? Stoj, stani ili pucam. Pucam. Was heißt das? Halt, stehen bleiben oder ich schieße. Putzer. Ja. Kannst du zählen auf Kroatisch? Nee, das leider nicht. Jeden, dva, tri, četri, pet, šest, sedem, osam, devet, deset. Deset, ja. Deset. Deset. Deset kannst du noch. Deset, Pivo. Deset. Deset. Ja. Schnitzler. Schnitzler. Das kann ich auch. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr kroatisches Wort. Schnitzler. Ja, Schnitzler, das stimmt. Das hieß auch Schnitzler. 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 Ja? Pet, Schnitzler. Vala Lebro und Dobadan do Virginia. Dobro Jutro. Nee, das ist, glaube ich, jetzt Russisch oder so. Nee, das ist heißt Guten Abend, glaube ich. Weiß auch nicht. Wenn ihr auf jeden Fall Serben oder Kroaten seid, könnt ihr mal reinschreiben, ob das richtig war, was wir gesagt haben, oder ob das falsch war und was es noch alles gibt. Was man wissen muss, wenn man nach Kroatien in Urlaub fährt, was sind die Phrasen, die man kennen muss? Schreib's mal rein, genau. Ja. Am 22. Juni 1942 wurde in Berlin Goethes Faust II durch Gustav Gründgens uraufgeführt.
Jetzt muss ich mal ganz doof fragen, da gab es einen zweiten Teil? Faust 1 und Faust 2. Kennst du nicht? Ich dachte, das wäre so eins. Also ich dachte immer, nein, das sind zwei Bücher. Ah, du hast überhaupt keine Ahnung. Ach so. Weißt du, wer Goethe ist? Natürlich, ich habe ja Fuck You Goethe gesehen. Also, ja, dann weiß man das. Dieser mit ja. den schwarzen Haaren, dieser Lehrer, ne? Das ist. Ja, genau. Ja. An dieser Stelle muss ich sagen, Cheerio, Sophie, ich muss mich nicht übergeben. Bis dann. Ich gehe ein bisschen lernen. Tschüss.